ein Sonnenkind dein ganzes Leben. Denn nur wer Sonne hat, kann auch Sonne geben. Sonnenkind dein ganzes Leben, denn nur wer Sonne hat, kann auch Sonne geben. Das Kind erblickte das Licht der Welt in der Nacht vom 24. zum 25. Dezember. Es wuchs auf im Stillen und nahm zu an Alter und Wohlgefallen. Es wurde die Freude seiner Eltern, die alles daran setzten, aus ihm einen ordentlichen Menschen zu machen. Ich bin vielleicht nicht geschwitzt, vielleicht nicht geübt. Es wirkte auch Wunder, es sorgte für Unterhaltung, es trieb Teufel aus. Tat keiner Fliege etwas zu leide. Niemandem vermochte es auch nur ein Haar zu krümmen.
Schönschrift lernen. Es litt an der Welt. Dann, als seine Zeit gekommen war, legte es sehr zum Verdruss seines Vaters die Hände in den Schoß. Es trat aus der Verborgenheit. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Oh.
Kein Kind ist ein Problem. Und während ihr denkt, dass ihr Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Und denkt dran, bevor ihr hart urteilt, ihr seid auch bloß verletzte Kinder. Ihr hilflosen, großen, vernarbten Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen. Hört ihnen richtig zu. Und jeder, der zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit er nicht stört. Und all die Schulschwänzer, Freigeister, nur Symptomträger im System. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen. Hört ihnen richtig zu! Und so verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst und Konsum. Die Hilflosen, Großen, Tomaten, Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Jetzt hört ihr die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen. Und denkt dran, bevor ihr hart urteilt, ihr seid auch bloß verletzte Kinder. Was Händchen nicht lernt, lernt Hand nimmer. Nimmer mehr. Und ihr betrügt euch selber, denn kein Kind ist ein Problem! Ist ein Problem. Jetzt hört ihr die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen. Symptomträger im System. Und jetzt hört ihr nicht nur die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen. Kein Kind. Thank you.
Immerhin hielten einige Gott für besser als gar nichts. Die meisten jedoch erachteten ihn für so gut wie nichts. Deshalb wurde ihm ein kurzer Prozess gemacht. Am Karfreitag wurde er in einem nicht ganz einwandfreien Verfahren ans Kreuz geschlagen. Er sagte noch 7 Worte: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Um 3 Uhr nachmittags, bei sonnigem Wetter, gab er den Geist auf. Zur gleichen Zeit wurde ein Erdbeben von mittlerer Stärke verzeichnet. Es ereignete sich, Gott sei Dank, geringe Sachschäden. Thank you.